Jetzt im Frühjahr machen wir wieder einen Ausflug nach Rheinhessen. Und zwar dorthin, wo es tatsächlich an den Rhein grenzt. An den Roten Hang, dessen geologische Besonderheiten die Niersteiner Weine so berühmt machen. Und treffen Christine Huff, die seit 11 Jahren verantwortlich zeichnet für ihr Familienweingut Fritz Eckehardt Huff und beobachten sie bei den Arbeiten an den frisch flurbereinigten Hängen. Mit der ganzen Familie bewirtschaftet sie ihre Lagen um Nierstein-Schwabsburg, mit denen es ihr längst gelungen ist, sich international einen Namen zu machen. Hier bauen die Huffs seit 300 Jahren Wein an, von feinster Qualität. Aktuell mit Vater Eckehardt, Mutter Doris, dem Schwiegersohn aus Neuseeland Jeremy Bird und den Töchtern Philippa und Olivia. In diesem Keller entstehen die klassischen Huffweine und die etwas wilderen Kreationen Jeremys.